Guten Tag, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zum goldenen Schuss. Ja, Sie sehen, ich habe heute mich wieder ins normale Graue gepackt, denn gestern hat die Redaktion das Grauen erfasst, nachdem ich hier im Smoking stand, aber bei 5.000 Mark, da muss man dann doch schon mal ein bisschen was auspacken. Heute geht es um 5.500, daran sehen Sie, es sind 500 dazugekommen und die Summe steht immer noch für Sie zur Verfügung. Auch heute wieder für Sie eine Quizaufgabe, nämlich in Form eines Films. Und unsere beiden Musiker, Jürgen und Wolfgang, haben sich wieder etwas für Sie einfallen lassen. Es geht nämlich darum, Verkehrsmittel herauszufinden. Alles, womit man irgendwie wohin fahren oder auch in welcher Form sich fortbewegen kann. So, und diese Verkehrsmittel haben Sie logischerweise in ein paar Lieder verpackt, die es für Sie gilt, zu erraten. Und die schauen wir uns jetzt an. Das war's. Vier Verkehrsmittel suchen wir. Vier Stück waren in diesem Film versteckt und die sollen Sie herausfinden. Nicht die Titel der einzelnen Lieder, denn die sollten Ihnen ja die Verkehrsmittel sozusagen übermitteln. Ja, und jetzt sollten Sie uns anrufen unter 0621 und die 92, 0621 92, das ist die Sat1 Spezialnummer, um Ihre Lösungen hier reinzubringen. Ich freue mich schon auf zwei Kandidaten. Die Dame, die Sie im Hintergrund hören, das ist Samantha Fox und sie singt Nothing's Gonna Stop Me Now, nichts hält mich auf. Dem ist wohl auch so, denn sie wird auch einige der von uns gesuchten Verkehrsmittel benutzen. Achten Sie mal drauf, ein kleiner Tipp vielleicht. Nothing's gonna stop me now. Wenn ich wüsste, wo das gedreht wäre, ich wäre sofort dahin gefahren. Haben Sie diesen Himmel gesehen? Aber jetzt möchte ich etwas hören, nämlich meine beiden Kandidaten. Wen darf ich denn begrüßen als erstes? Ja, guten Tag, hier ist Frau Doris Füchsle. Frau Füchsle? Ja. Frau Füchsle, von wo aus rufen Sie uns an? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Frau Füchsle, Sie haben alles erkannt, was wir gesucht haben. Ja. Wollen wir mal schnell aufzählen? Die Bahn. Ja. Hochzeitsgutsche, Flugzeug, ja. Und Schiff. Ja, bitte, ganz genau. Eisenbahn, Kutsche, Flugzeug, Schiff, das war's, was wir hören wollten. Sie bleiben auf jeden Fall da. Mein zweiter Kandidat, wer ist das? Herr Brehm aus Erfenbach. Herr Brehm
Auch ja? Sie werden nachher dabei sein zum Goldenen Schuss um 16.25 Uhr. Ja? Dankeschön. Wunderbar, alles klar. Dann sehen wir uns und hören wir uns bis dahin wieder. Meine Kollegin Irene Jöst sagt Ihnen, wie es weitergeht jetzt im Programm in wenigen Sekunden. Und wir hören uns um 16.25 Uhr. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, hoffentlich sind unsere Kandidaten im Raten ganz genauso gut. Im Raten sind sie so gut, hoffentlich sind sie im Schießen ganz genauso gut, wie sie im Raten sind. Unsere Serien jedenfalls, die treffen immer ins Schwarze. Der Herr Brehm zum Beispiel aus Kaiserslautern. Hallo, Herr Brehm. Hallo. Herr Brehm. Sie haben uns die richtige Lösung hereingegeben. Darf ich Sie mal fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin also schon in Pension. Na, zwei Jahre. War in der Lehrlingsausbildung tätig in Kaiserslautern. Im Glück nach Maturwerk. Also sagen Sie mal, ist es wirklich so, Herr Brehm, dass nun Pensionäre erst recht keine Zeit mehr haben? Oh doch. Doch, Sie haben Zeit. Noch Zeit. Sie nehmen sich auch mal Zeit für den goldenen Schuss. Alles Einteilung. Das ist alles Einteilungssache, so ist es. Herr Brehm, Sie bleiben bitte dabei, denn jetzt ist meine zweite Kandidatin dran. Und das ist Frau Doris Füchsle aus Mannheim. Ja, guten Tag. Frau Füchsle, auch bei Ihnen die Frage, was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau. Sie sind Hausfrau, da hat man gerade genügend zu tun. Haben Sie Kinder? Ja. Ja, wie viel? Erzählen Sie uns. Drei, aber einer ist schon aus dem Haus. Einer ist schon aus dem Haus? Ja. Naja, große Kinder, große Sorgen, sagt man im Allgemeinen, ne? Ja. Frau Füchsle, meine Frage, führen Sie eigentlich Haushaltsbuch oder sowas? Nein. Machen Sie nicht? Nein. Ja, ich habe mal gehört, das würde auch nichts bringen, weil wenn man das aufschreibt, seine Ausgaben, lebt man trotzdem meistens drüber über das Budget, aber dann hat man es wenigstens schriftlich. Frau Füchsle, ich habe den kleinen Hauptkandidaten für Sie einstecken, das ist nämlich der Bolzen. Wollen wir es denn wagen? Ja. Ja, denn bei uns heißt es Ladies First in Sat.1, ganz klar, und darum sind Sie jetzt auch gleich dran. Gut. Ja? Sie bekommen jetzt eingeblendet auf Ihrem Bildschirm die schwarz-weiß gehaltene Zielscheibe. Und Sie sehen rechts unten das Ringkorn. Und dieses Ringkorn sollen Sie mit deutlichen Anweisungen innerhalb von 20 Sekunden ins Ziel lenken. Rauf, rauf, runter, rechts, links, geht auch langsam. Ja, und schnell rechts oder wie Sie es haben wollen. Und dann innerhalb von 20 Sekunden natürlich nicht vergessen, Schuss zu sagen. Das ist wichtig. Der Bolzen ist beim Jörg. Er spannt die Armbrust, legt den Bolzen für Sie ein. Kommt da wieder dieser unnachahmliche Strich drüber. So, und ab jetzt nicht vergessen, innerhalb von 20 Sekunden Schuss. Okay, Frau Füchsle? Ja. Da wollen wir jetzt loslegen. Ab jetzt für Sie. Viel Glück. Danke. Hoch. Stopp. Rechts. Links. Oh, Entschuldigung, links. Stopp. Langsam rechts. Stopp. Etwas hoch, langsam. Stopp. Schuss. Tja, das kam leider zu spät, Frau Füchsle. Warum? Innerhalb 20 Sekunden hätten Sie Schuss sagen müssen. Dann kam der Gong und dann sagten Sie Schuss. Jetzt müssen wir den Sicherheitsschuss auslösen, denn so, dann können wir mal sehen, wo Sie hingetroffen hätten. 98. Tja, es wäre eine 98. Ich weiß nicht, wer es aus dem Hintergrund gesagt hat, aber das stimmt. Dann muss ich mich leider jetzt von Frau Füchsle verabschieden. Aber bleiben Sie bitte noch dabei. Ich will nämlich nicht hoffen, dass es dem Herrn Brehm genauso geht. Herr Brehm, ja? Sie sind dabei? Ja. Wir haben die Warnung gerade eben von Frau Füchsle bekommen. Ja, alles klar. Innerhalb 20 Sekunden heißt es nicht umsonst. Manchmal kann die Zeit auch sehr, sehr kurz sein. Die Armbrust ist gespannt. Der Bolzen liegt auch wieder für Sie. Und ab jetzt, toi, 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 20 Sekunden. Hoch, 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 stopp. Links, 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 stopp. Rechts, 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 rechts. Ganz links, 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 links. Stopp! Tiefer, bisschen tiefer. Stopp! Höher, bisschen höher. Stopp! Schuss! Das war aber nun wirklich in allerletzter Sekunde. Das war nun wirklich in allerletzter Sekunde, das muss ich schon sagen. Und es ist eine 96 geworden, aber die galt natürlich, Herr Brehm, denn Sie haben innerhalb der Zeit, zwar knapp, aber innerhalb der Zeit geschossen. Damit heißt es, Walter Brehm aus der Nähe von Kaiserslautern macht bei uns in Sat.1 den goldenen Schuss. Dazu muss ich natürlich wie immer erstmal unser Beutelchen hier abhängen. So, und das muss ganz genau hier eingependelt werden. Es hängt genau im Zentrum. So, auch jetzt die gleiche Prozedur wie eben. Ich darf Ihnen viel Glück wünschen. 5.500 Mark wäre eine ganz nette Aufbereitung noch für die Pension.
glaube, die Familie bibbert jetzt schon mit bei Herrn Brehm. Eingelegt ist der Golzen. Und ab jetzt, toi, 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 befreien Sie uns doch mal von dem Geld, Herr Brehm. Hoch. Stopp, links. Stopp, langsam runter. Stopp, langsam links, ganz bisschen. Stopp, langsam rechts, rechts, ganz bisschen. Stopp, links. Das hat leider nicht sollen sein. Auch Sie waren leider diesmal über die Zeit und das beim goldenen Schuss. Herr Brehm, nehmen Sie es nicht zu tragisch. Wir müssen jetzt auch wieder den Sicherheitsschuss auslösen. Das tut er noch schnell. Und Sie sehen, der Beutel, er hängt noch. Er hängt noch. Es ist eine angeknabberte 100 geworden. Tut mir leid für Sie. Morgen heißt es dann 6.000 Mark beim goldenen Schuss in Sat 1. Und ich hoffe, dass Sie sich zum Qualifikationsspiel um 3:05 wieder einschalten. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Auf Wiederschauen. Tja, morgen gibt es Ihnen wieder den goldenen Schuss, dann geht es um 6.000 Mark. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht sind Sie dabei und geben ihn ab und treffen ins Schwarze.